In rund 1900 Sportvereinen in Mecklenburg-Vorpommern engagieren sich Vereinsmitglieder ehrenamtlich für ihren Verein. Auch in dem kleinen Ort Rühn im Landkreis Rostock engagiert man sich im ortsansässigen Freizeit- und Sportverein. Unter den 200 Mitgliedern sind viele dabei, die sich ehrenamtlich in den Verein einbringen. Einer von ihnen ist Eckhard Krüger. Es läuft alles ehrenamtlich, sowohl die Trainer als auch die Betreuer, der Vorstand. Also wir sind aus Liebe zum Sport machen das viele. Und viele auch von uns machen das, damit wir Kinder von der Straße kriegen und ihnen eine vernünftige Freizeitgestaltung ermöglichen. Eckhard Krüger wurde 2001 bei der Gründerversammlung zum Vereinsvorsitzenden gewählt und bekleidet dieses Amt seitdem. Daneben ist er im Bereich Tischtennis als Trainer und Spieler aktiv. Ja, das Wichtige ist das Schöne, wenn man sieht, wie die Kinder sich freuen, ne, wenn man sich selbst betätigt und dass man eben auch einen Beitrag leistet in der Gemeinde für ein Vereinsleben. Das ist ja auch wichtig. Das Vereinsleben steht auch bei Tom Dittmann im Vordergrund. Seit 2006 ist er beim FSV Rühn als Vereinsmitglied tätig. Mit Kollegen zusammen habe ich dort angefangen, dann hier bei dem Verein Kinder zu betreuen. Und dann ist das Interesse natürlich gesteigert gewesen, auch für die Zukunft dann dort weiterzuarbeiten im Verein, weil Kontakte geknüpft wurden und es hat mir Spaß gemacht, auch mit meinen Kollegen zusammen. Und dann haben wir es weitergemacht, also die kommende Saison. Und dann bin ich eigentlich fast immer im Verein geblieben. Neben seinen organisatorischen Aufgaben als stellvertretender Vereinsvorsitzender und Abteilungsleiter für Fußball steht bei ihm die Arbeit mit Kindern im Vordergrund. So trainiert er zweimal wöchentlich die E- und F-Jugend. In Zusammenarbeit mit Markus Shakiri bringt er rund 16 Jungen und Mädchen die Grundlagen des Fußballs bei. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man mit Kindern zusammenarbeitet. Die Freude an den Gesichtern, sag ich mal so, wenn man sie sieht. Und die freuen sich immer, wenn man kommt. Sie natürlich auch zu begleiten bei der Entwicklung von klein bis groß. Auch was mitzugeben, sag ich mal, was man selber mitbekommen hat von den Eltern, glaube ich. Und das gibt man auch weiter an die Kids. Und das sieht man, glaube ich, auch in Zukunft, wie sie sich dann verhalten. Aber vor allem auch, finde ich, Respekt miteinander sehr wichtig. Und gerade das ist heutzutage ja doch ein bisschen weniger geworden. Und das versuche ich schon zu vermitteln. Und natürlich neben dem Sportlichen ist das das Wichtigste und das schönste Motiv, glaube ich. Mit den Kids und mit den Eltern ist es natürlich so, dass man da ständig in engem Austausch ist, dass man in Kontakt ist, dass man sich bespricht, wie es weitergeht in Zukunft, auch mit den Kids sich bespricht, wie sie sich entwickeln sollen, wo sie sich entwickeln können. Und das gibt einem in diese Richtung natürlich viel. Das gehört zum Vereinsleben dazu. Also es geht nicht nur um sportliche Sachen, sondern das soziale Vereinsleben, das ist das, was es ausmacht.